Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Ich wollte mir gerade ein Deck zusammenbauen und hatte so viele Handwraps in der Hand, weil es gerade so viele gute Handwraps gibt. Und da dachte ich mir, ich mache mal ein Video dazu und zeige euch einfach mal, welche Handwraps gerade gespielt werden sollten und welche nicht. Und das machen wir natürlich am besten mit einer Tierlist. Ich habe hier natürlich nicht alle Handwraps bei, denn es gibt einfach so viele Handwraps, aber die essentiellen dürften auf jeden Fall dabei sein. Von daher würde ich sagen, haben wir genug geschnackt und wir starten direkt rein in das Video. So meine Lieben, und da sind wir auch schon bei unserer Tierlist und wir beginnen mit der Ash Blossom. Die Ash Blossom negiert ja alles, was mit dem Main Deck zu tun hat. Bedeutet, wenn euer Gegner etwas spezial beschwören möchte, möchte er sich eine Karte seiner Hand hinzufügen oder möchte er etwas vom Main Deck millen, dann könnt ihr die Ash Blossom aktivieren und dann negiert ihr diesen Effekt. Nicht die Aktivierung, das ist ganz wichtig. Das heißt, wenn da Once Per Turn drauf steht, dann kann euer Gegner das nicht nochmal aktivieren. Ist halt sehr, sehr gut bei der Ash Blossom. Nichtsdestotrotz reicht aus meiner Sicht die Ash Blossom heutzutage nicht mehr aus. Damals hat sie durchaus den ganzen Zug des Gegners beendet, beziehungsweise bei Branded schadet sie natürlich immer noch extrem, aber auch Branded kann tatsächlich um die Ash Blossom herumspielen, nicht ganz um die Ash Blossom herumspielen, das stimmt vielleicht nicht so, aber sie können durch Nadir Servant und natürlich auch durch den neuen Support immer noch weiterspielen. Das heißt, die Ash Blossom reicht heutzutage nicht mehr aus, um den Gegner komplett auszubremsen, das was sie halt früher so gut gemacht hat. Nichtsdestotrotz ist sie halt immer noch sehr gut gegen Rogue-Decks und natürlich auch gegen die Meta-Decks und sollte, wenn ihr euch dafür entscheidet, sie zu spielen, dann auf jeden Fall Main-Deck zu finden sein. Ich würde sie tendenziell, wenn ich mich dafür entscheide, sie zu spielen, niemals ins Side-Deck packen, da sie dafür einfach zu gut ist. Also da gibt es dann auf jeden Fall bessere Alternativen, als sie im Side-Deck zu haben. Dann haben wir hier unsere Bestials. Ah, und da sehe ich die eher im Side-Deck. Wir haben jetzt natürlich mit Manadium ein Deck, welches wieder ein Lichtmonster spielt, beziehungsweise ja auch mit Scareclaw und Finsternis-Monster spielt. Aber ich glaube nicht, dass die Bestie zurückkehren werden, so richtig ins Side-Deck. Wenn du dich natürlich dafür entscheidest, ist das jetzt nicht so schlimm. Ich persönlich würde mich dafür nicht entscheiden, aber ich kann verstehen oder ich kann es nachvollziehen, wenn man sich für die Bestials entscheidet. Im Branded werden automatisch ja die Bestials gespielt, beziehungsweise auch im Dragon Link. Von daher wird man so oder so auf die Bestials treffen, aber man muss natürlich auch ganz klar sagen, gegen Kashtira und auch gegen superstarke Samurai machen die Bestials nicht allzu viel. Von daher würde ich mich persönlich eher davon distanzieren. Machen wir jetzt weiter mit der Chaosjägerin. Ah, und die hat halt einfach nicht ihr Format. An sich, der Effekt ist sehr, sehr gut, wenn wir ein Deck hätten, welches sehr viel verbannen möchte. Also wir haben natürlich mit Kashtira ein Deck, aber Kashtira kann auch um Chaos Hunter herumspielen, beziehungsweise sich den auch mopsen, da er selber Stufe 7 ist, und dann gegebenenfalls mit dem weiterspielen. Und von daher sollte man die Karte zurzeit in unserem jetzigen Format nicht spielen. Machen wir weiter mit der nächsten Karte, und da habe ich Kontakt C. Die Karte finde ich persönlich viel zu speziell. Sicherlich kann sie das ein oder andere Deck vielleicht mal ausbremsen. Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel an Branded denken, weil du diese Karte ja auf die gegnerische Spielfeldseite spezial beschwören kannst, wenn dein Gegner eine Spezialbeschwörung durchgeführt hat. Und dann muss er dieses Monster für eine weitere Beschwörung verwenden, wenn er ein Monster aus dem Extra-Deck beschwören möchte. Also sei es Xyz, Link, Fusion oder Synchro. Aber viele Decks spielen zurzeit den Donner beispielsweise, wo man ihn unter anderem benutzen kann für die Link-Beschwörung, beziehungsweise könnte man auch die ganzen Nightmares spielen. Von daher glaube ich gerade, dass diese Karte vielleicht gegen Branded, wie gesagt, ganz gut kommen kann, aber sonst glaube ich, ist die einfach viel zu speziell und gerade nicht so gut, aber natürlich besser als zum Beispiel Chaos Hunter. Die nächste Karte, über die wir reden wollen, ist die DD-Krähe. Und die Karte kann man, finde ich, durchaus ins Side-Deck packen. Ja. Denn wir haben jetzt schon einige Decks, die wieder vom Friedhof etwas verbannen wollen oder sich eine Karte hinzufügen wollen oder sonstiges, ne, etwas Spezialbeschwören geht ja auch. Und wenn ihr dann das valide Target mit der DD-Krähe wegzieht, dann kann das durchaus den Gegner schon stören und natürlich seine Combo beeinträchtigen, weil er vielleicht nicht die Monster aufs Board bekommt, die er zum Beispiel haben möchte. Wenn wir hier zum Beispiel an super starke Samurai denken, wenn man dann dank des neuen Schnellsynchro-Sternstopp-Drache das Bike wieder Spezialbeschwören möchte und der Gegner zieht euch das mit DD-Krähe weg, habt ihr kein Omni-Negate, um euch vielleicht vor Nibiru zu protecten. Erstmal, ne? Das heißt, Nibiru könnte euch dann schon deutlich wehtun. Also von daher finde ich, ist das eine gute Side-Deck-Option und ich kann verstehen, wenn man vielleicht die DD-Krähe spielen möchte. Dann haben wir hier den Dimension Shifter.
aus meiner Sicht immer noch eine der besten Handtraps, die man spielen kann. Gewinnt euch Spiele gegen Rogue Decks, gewinnt euch aber auch Spiele gegen die Meta, zum Beispiel gegen super starke Samurai und auch gegen Manadium, weil die beiden Decks schon auf ihren Friedhof zurückgreifen wollen, damit man halt diverse Synchro-Plays machen kann. Und wenn man das halt nicht kann, dann tut das halt schon ordentlich weh und dann könntet ihr natürlich aufgrund dieser Karte das ganze Duell wahrscheinlich für euch entscheiden. Von daher finde ich, ist das immer noch eine der besten Handtraps, die man spielen kann. Aber man muss hier natürlich auch ganz klar sagen, dass diese Handtrap nicht von allen Decks gespielt werden sollte. Weil wenn ihr mich selber mit dem Friedhof spielt, dann würde ich euch empfehlen, diese Karte nicht zu spielen, weil das wäre natürlich Quatsch, wenn ihr dann selber gar nicht ins Spiel kommt. Dann haben wir den Dwayne Lockbird und das ist die beste Handtrap, die man zurzeit spielen kann aus meiner Sicht, weil wir gerade mit super starke Samurai ein Deck haben, welches sich unfassbar viel seiner Handkarten hinzufügen möchte aus dem Main Deck, aber auch Manadium sucht sich die eine oder andere Karte auf die Hand, beziehungsweise natürlich auch Kashtira, Sprite, Flow Wannabes läuft halt auch immer noch rum, was haben wir noch so, wir haben noch diverse andere Decks, die sich immer noch etwas auf ihrer Hand suchen wollen, Branded Despair zum Beispiel auch, ne? Je nachdem wie er öffnet, kann der Dwayne dort auch wehtun, also von daher würde ich euch empfehlen, wenn ihr euer Deck gerade zusammenbaut, dann haut auf jeden Fall den Dwayne Lockbird mit rein. Am besten ins Main Deck. Den würde ich erst gar nicht im Side Deck spielen, weil der halt immer wirklich sehr, sehr gut kommen kann. Dann haben wir hier Gamma. Und Gamma ist aus meiner Sicht, ich würde sagen, ist eine sehr gute Handtrap. Ich würde sie aber tatsächlich vor der Ash Blossom setzen. Gamma kann euch halt First Turn vielleicht euren Zug protecten, je nachdem wie euer Gegner vielleicht mitspielt. Wenn ihr euch zum Beispiel etwas sucht, zum Beispiel bei super starke Samurai über das Bike und er möchte danach den Dwayne Lockbird unchainen oder sogar die Ash Blossom direkt, dann könnt ihr das natürlich wunderbar gammern und könnt dann direkt eure ersten Synchro-Plays machen. Aber muss natürlich auch ganz klar so sagen, wenn euer Gegner ein bisschen wartet und bis ihr vielleicht ein Monster auf dem Board habt, dann kommt Gamma einfach tot. Das muss man halt ganz klar so festhalten, aber an sich, sage ich mal, ist Gamma schon nicht so schlecht, um euren ersten Search zu protecten, beziehungsweise natürlich auch Going Second kann er durchaus sehr, sehr gut kommen, da er nicht nur negiert, sondern auch zerstört. Und das kann natürlich gerade in unserem derzeitigen Format, weil man ja die Monster jetzt auf dem Board behalten möchte, um halt diverse Synchro-Plays zu machen oder Link-Plays, dann durchaus schon wehtun. Von daher kann man hier natürlich auch argumentieren, dass man die Karte vielleicht sogar hier oben hinpackt. Aber ich finde das Gefälle zwischen der Menschenschifter und auch Gamma ein bisschen stärker als jetzt zum Beispiel zu der Ash Blossom, weshalb ich sie hier in der sehr gut Kategorie einordnen würde. Machen wir jetzt weiter mit der nächsten Handtrap und da sehe ich die Ghost Bell im Side-Deck, doch. Kann man durchaus ins Side-Deck packen, ist immer noch gut gegen Rot markiert, generell natürlich gegen die ganzen Branded-Effekte, kann sie immer noch sehr, sehr gut kommen, aber natürlich auch gegen Kashtira Geburt, also wir haben diverse Karten, natürlich auch gegen die neuen Decks kann sie sehr, sehr gut kommen, je nachdem, was euer Gegner natürlich noch auf der Hand hat, beziehungsweise natürlich auch, ob er vielleicht das sogar alles Chain blocken kann. Kann euer Gegner das Chain blocken, dann ist sie so ein bisschen, ja, verpasst sie halt Timing, muss man ganz klar so sagen. Doch wenn euer Gegner das nicht Chain blocken kann, zum Beispiel bei super starker Samurai mit dem Link 1 Monster, mit der Special Summon aus dem Grave, da könnte man durchaus die Ghost Bell drauf werfen. Kann man durchaus machen, aber da gibt es auf jeden Fall noch deutlich bessere Alternativen, zu denen kommen wir noch. Ich glaube, ich würde sie zurzeit nicht im Side-Deck spielen, auch nicht im Main-Deck, aber ich kann natürlich verstehen, wenn man dafür Argumente findet, sie zu spielen. Machen wir jetzt weiter mit der nächsten Handtrap und da haben wir Ghost Reaper. Ist eine Karte, die kann man spielen. Ich finde sie aber ein bisschen zu speziell. Kommen wir mal zu dem Effekt dieser Karte. Also du kannst sie discarden, wenn dein Gegner ein Monster kontrolliert und dann kannst du ein Monster aus deinem Extra-Deck vorzeigen und darfst dann in das Extra-Deck deines Gegners schauen. Und sollte dein Gegner ebenfalls dieses Monster, was du aus deinem Extra-Deck vorgezeigt hast, in seinem Extra-Deck spielen, dann kannst du alle Kopien davon offen verbannen. Kann natürlich hier und da mal relativ wehtun, wenn wir zum Beispiel auch an hier wieder an super starke Samurai denken. Man zeigt da das Link 1 Monster vor, dann kann dein Gegner nicht mehr auf das Link 1 Monster zurückgreifen. Kann natürlich schon das Ende des Gegners bedeuten, muss es aber nicht, je nachdem wie er vielleicht weiter extenden kann. Beziehungsweise ist es jetzt auch nicht so schön, diese Karte vielleicht nachzuziehen als sechste Karte, weil da ist sie halt dann einfach tot, wenn dein Gegner halt schon alles durchgebracht hat. Von daher finde ich sie ein bisschen speziell und was wir noch sagen müssen, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, du brauchst natürlich Slots dafür in deinem Extra-Deck und wenn du jetzt selber ein Combo-Deck spielst, wirst du wahrscheinlich diese Slots nicht bereitwillig opfern wollen in deinem Extra-Deck. Von daher ein bisschen speziell, Flow Wannabes kannst du natürlich super spielen, aber ansonsten glaube ich, wird diese Karte eher wenig Play sehen. Machen wir jetzt weiter mit der nächsten Karte und da haben wir Ghost Mona und die finde ich sehr gut.
Kann man durchaus spielen. Die Karte kann an sich auch kein Timing verpassen. Ne? Wenn dein Gegner ein Monster spezial beschwört, kannst du sie in den Friedhof senden oder legen und darfst dann ein spezial beschworenes Monster wählen und dann werden die Effekte dieses Monsters negiert. Und zusätzlich, wenn das Monster das Feld verlassen sollte, dann bekommt dein Gegner noch Damage in Höhe der ATK. Ist vielleicht für Time auch manchmal nicht so schlecht, aber natürlich in erster Linie das Negate ist natürlich umso besser. Und ich kann mir durchaus vorstellen, da sie theoretisch sogar in eurem Spielzug, wenn ihr jetzt First geht und euer Gegner Spezialbeschwört da irgendwie was, dann könnt ihr sie ja auch aktivieren, durchaus Play sehen kann. Ihr dürft aber nicht vergessen, sie ist nur once per turn, wie zum Beispiel Defect Veiler, die ist nicht once per turn. Wir können gleich mal mit ihr weitermachen. Die finde ich nämlich extrem gut. Das einzige Manko dieser Karte ist nur, dass wir sie in der Main Phase unseres Gegners nur verwenden dürfen. Das ist ein bisschen schade, aber dafür hat sie halt keinen Once per Turn und das macht sie halt auch wieder umso stärker. Und wir haben jetzt Monster auf dem Board, die dort liegen bleiben, wenn sie ihre Effekte aktivieren. Und der Gegner kann dann vielleicht nicht weiterkommen. Und von daher finde ich sie wirklich sehr, sehr gut. Und da können wir eigentlich gleich die Impermanence mit reinwerfen. Impermanence natürlich noch ein bisschen besser, da wir die Effektverschleierin auf den Friedhof legen müssten, wenn der Dimensionsverschieber aktiviert ist oder Kashtira den Makrokosmos hingelegt hat, dann könnt ihr halt die Effektverschleierin, den Dwoll beispielsweise und auch die Ghost Mourner nicht aktivieren. Die Impermanence könnt ihr halt weiterhin aktivieren. Deswegen ist sie aus meiner Sicht ein bisschen besser als Veiler, macht aber an sich genau dasselbe wie die Veiler. Wenn ihr sie von der Hand aktiviert. Liegt sie vorher auf dem Feld, könnt ihr halt zusätzlich noch vielleicht eine Spell oder Trap negieren für den Spielzug. Ist vielleicht auch nicht so schlecht für die eine oder andere Trap manchmal. Machen wir weiter mit der Lanze. Und die Lanze, finde ich, ist eine gute Side-Deck-Option. Ja, würde ich sogar, na, nicht vor den Büste jetzt vielleicht, aber obwohl, doch, können wir sogar vor die Büste jetzt packen. Also ich sehe die Ghost Bear haben wir gar nicht so richtig eingeordnet. Ich glaube, ich würde die Ghost Bear sogar noch einen Ticken. Nee, ich finde die Lanze, glaube ich, besser. Ah, so, jetzt haben wir es endlich. So, die Lanze finde ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Also Manadium möchte etwas verbannen, damit man zum Beispiel das Fusionsmonster aufs Board bekommt. Dann möchte natürlich Branded durch die Büste jetzt natürlich was verbannen, geschweige denn an sich auch durch ihre Combo. Dann möchte auch Kashtira natürlich was verbannen. Haben wir noch ein Deck, was verbannen möchte gegen Floranuis, ist jetzt auch nicht so schlecht, aber nicht die beste Alternative natürlich. Aber man kann sie durchaus da auch dann reinziehen, sofern man natürlich was zum Ziehen hat. Das einzige Manko hierbei ist halt wieder, dass wir sie nur im generischen Turn aktivieren können, aber irgendwo müssen die Karten ja auch mal eine Restriction haben. Machen wir weiter mit der nächsten Handtrap und das ist Miradora und die ist vielleicht ein bisschen speziell. Ich würde nicht sagen, dass das falsche Format ist, da wir sie durchaus spielen können, aber der Gegner muss ein Monster aus dem Extra-Deck Spezial beschwören, welches mindestens 2000 ATK hat. Macht er das nicht, kommt sie natürlich tot. Macht er das, könnt ihr sie aktivieren, euer Gegner kann daran nicht anknüpfen an die Effekte und wenn sie dann beschworen wurde, könnt ihr noch folgenden Effekt aktivieren und zwar, dass ihr ein Effektmonster eures Gegners wählt, welches spezial beschworen wurde aus dem Extra-Deck und dann könnt ihr dieses negieren. Wenn ich mich recht erinnere, muss es nicht mal das Monster sein, welches aus dem Extra-Deck spezial beschworen wurde. Das heißt, wenn dort schon ein anderes Extra-Deck-Monster liegt, was vielleicht zum Problem werden könnte, könnt ihr auch das negieren und das Besondere hierbei ist auch, dass das Negate so lange aktiv ist, solange sich diese Karte auf dem Feld befindet. Aber wenn euer Gegner halt wie angesprochen nichts aus dem Extra-Deck holt, was 2000 oder mehr ATK hat, dann kommt sie halt schon semi-optimal und deswegen ist sie vielleicht auch ein bisschen speziell. Ich bin aber so ein kleiner Fanboy von der Karte, das muss man ganz klar so sagen. Gut, machen wir weiter mit der nächsten Karte, Nibiru. Würde ich fast hier einordnen, aber ich sehe sie tatsächlich eher beim sehr guten Bereich. Die Karte sagt nämlich aus, wir können das ganze Board tributieren und dann ihn beschwören, sofern unser Gegner 5 oder mehr Beschwörungen durchgeführt hat. Extrem stark, vor allem in Verbindung mit Imperm, Veiler oder auch Gamma, weil wir dann vielleicht die Baronin Fleur, die vorher schon gerufen wurde, negieren können, beziehungsweise auch dann durch Gamma natürlich auch zerstören können. Und dann ist Nibiru halt wirklich extrem gut, muss man ganz klar so sagen. Wenn ihr das in Kombination hinbekommt, Hut ab, dann habt ihr auf jeden Fall alles richtig gemacht. Und so an sich ist natürlich Nibiru auch sehr, sehr gut gegen Branded natürlich. Von daher eine sehr, sehr gute Handwrap, aber nicht eine der besten, da sie manchmal alleine halt nicht funktioniert. Dann machen wir weiter mit der nächsten Karte und das ist Ghost Ogre. Und Ghost Ogre, würde ich sagen, ist eine sehr gute Handwrap und würde ich zurzeit sogar vor der Ash Blossom, glaube ich, einsortieren. Da wir halt jetzt mit super starke Samurai ein Pendel-Deck bekommen, was sich halt was suchen möchte über die Pendel-Effekte beziehungsweise was spezial beschwören möchte, können wir halt super ogern. Geschweige denn das Link 1 Monster können wir halt dadurch zerstören. Natürlich auch das andere neue Deck mit Manadium. Da können wir auch das ein oder andere zerstören mit dem Ogre. Ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber auch hier muss man natürlich sagen, wenn der Friedhof irgendwie gelockt ist durch Dimension Shifter oder der Makrokosmos von Kashtira, dann könnt ihr halt den Ghost Ogre leider auch wieder nicht aktivieren.
Aber wir haben halt auch nicht nur Kasch, die rumlaufen. Von daher ist, finde ich, Ghost Ogre gerade gar keine schlechte Wahl. Kann man ruhig ins Main Deck packen. Dann haben wir hier Phantasmal. Und da müssen wir ganz klar sagen, falsches Format. Wir beschwören zwar Linkmonster, aber es ist meistens nur ein Linkmonster, was dann dort liegt. Und dann eine bzw. zwei Karten nachzuziehen, ist jetzt nicht so doll, bzw. kann der vielleicht dann negiert werden. Ihr könnt dann, weil ihr natürlich dann den Phantasmal kontrolliert, keinen Evenly mehr zünden, ihr könnt keinen Gamma mehr machen, ihr könnt keine Impermanence aus der Hand aktivieren. Also es geht dann alles nicht, weil ihr halt eine Karte kontrolliert. Und deswegen, glaube ich, ist er gerade so ein bisschen fehl am Platz, sofern wir ein Deck bekommen oder vielleicht sogar mehrere Decks, die wieder sehr viel Link beschwören wollen, dann kann es ganz schnell passieren, dass der gute Dude hier wieder oben hinkommt. Aber zurzeit leider falsches Format. Machen wir weiter mit dem Skullmeister und da muss ich auch ganz klar sagen, kann ganz oft Timing verpassen, ne, weil der Gegner halt gut unchained, so wie die Ghostbell, nur dass die Ghostbell halt auch Special Summons so an sich verhindert, also Monster-Effekte, die vielleicht vom Board aktiviert wurden oder Wiedergeburt beispielsweise. Der Skullmeister sagt halt nur aus, dass er was negieren kann, was im Friedhof aktiviert wurde. Und das ist vielleicht gerade nicht so optimal. Aber dazu auch gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich würde ihn zurzeit nicht spielen. Dann haben wir hier noch hier vergeltendes C als letzte. Und die würde ich sagen, nee, ist mir zu speziell. Wir können dieses Monster von der Hand spezial beschwören, wenn unser Gegner eine Spezialbeschwörung durch eine Zauberkarte durchführt. Man macht das nicht, kommt sie ja halt total tot. Das ist halt ganz, ganz schlimm. Und zusätzlich sagt sie auch noch aus, dass alle Karten, glaube ich, jedenfalls verbannt werden, wenn sie auf den Friedhof gelegt werden, also stattdessen verbannt werden. Das bedeutet, das würde auch uns betreffen und deswegen finde ich sie zu speziell. Kann man bestimmt in den ein oder anderen Deck spielen, aber ich glaube, so in den meisten Decks findet sie selten Anwendung. Und vor allem ist halt die Bedingung, dass euer Gegner etwas über eine Zauberkarte spezial beschwört, nicht immer gegeben. Von daher, wenn ihr unbedingt etwas verbannen wollt oder generell sagen wollt, in diesem Spielzug wird alles verbannt, dann spielt doch lieber den Dimension Shifter, weil den könnt ihr auf jeden Fall aktivieren, sofern ihr natürlich keine Karten im Friedhof habt. Ansonsten sind wir durch mit dem Handtops. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Von daher lasst es mich gerne wissen in den Kommentaren. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr davon sehen möchtest, dann lass doch gerne ein Like da. Und wenn du noch kein Abonnent bist, dann abonnier doch gerne den Kanal und unterstütze mich auf meiner Reise zu den 3000 Abonnenten. Denn du weißt ja, Support ist kein Mord, von daher baller ruhig den Abo-Button. Und damit möchte ich mich auch von euch verabschieden. Danke fürs Reinschalten, macht's gut, haut rein, ciao.